Ich möchte nur noch was zum Aufbau moderner spannungsgespeister Wechselrichter sagen. Und zwar ist der Aufbau so, dass die eigentlich alle relativ ähnlich sind. Das heißt, wir haben hier typischerweise einen sogenannten Halbbrückenzweig als die Basis moderner spannungsgespeister Wechselrichter. Und im Halbbrückenzweig verstehen wir eine Anordnung, wo wir zwei aktive Leistungshalbleiter haben, die in Serie geschaltet sind und jeweils mit einer Freilaufdiode versorgt sind, falls wir nicht ein Bauelement haben, wie zum Beispiel einen MOSFET, der den Strom in Rückwärtsrichtung führen kann. Das heißt, prinzipiell, wir haben eine Eingangsspannung, dann daran angeschlossen diese Serienschaltung aus zwei Schaltern mit gegebenenfalls diesen Freilaufdioden und dann die Ausgangsspannung abgegriffen am Mittelpunkt zwischen den beiden Schaltern, wobei man jetzt unterscheidet, häufig bei Wechselrichtern, sagen wir haben so einen kapazitiven Mittelpunkt, das heißt, man stellt sich vor oder hat es tatsächlich eine Eingangsspannung, die über einen kapazitiven Spannungsteiler hier in zwei gleich große Anteile geteilt wird. Das heißt, wir hier wissen, wir zwei gleich große Kondensatoren hätten, würden bei der angelegten Spannung UD als Eingangsspannung jeweils die Spannung UD halbe bei einem dieser Kondensatoren abfallen und dann wäre zum Beispiel die Ausgangsspannung UA0 des Wechselrichters die Ausgangsspannung bezogen auf diesen kapazitiven Mittelpunkt. Man könnte aber auch die Ausgangsspannung auf die Masse beziehen, sozusagen auf den unteren Anschluss dieser Eingangsspannung und dann hätte ich hier diese Spannung UA. Was ist der Unterschied? Beim Halbbrückenwechselrichter wird die eine Spannung einen Gleichanteil enthalten, das heißt hier die Spannung nach UA und die Spannung nach 0, diesem kapazitiven Mittelpunkt, wird normalerweise bei der Ansteuerung so sein, dass im Mittel diese keinen Gleichanteil enthält. Tatsächlich, für viele Anwendungsfälle werden wir ein idealisiertes Ersatzschaltbild betrachten. Das heißt, wir nehmen an, unser Halbbrückenzweig besteht eigentlich aus zwei gesteuerten Schaltern hier, S plus und S minus. S plus als der High-Side-Schalter, S minus als der Low-Side-Schalter mit den beiden Freilaufdioden. Und dann ist es so, okay, diese Kombination hier, statt diesem Schalter haben wir dann jeweils entweder ein MOSFET für kleine Spannungen oder ein IGBT, wie auch links dargestellt ist, oder für höchste Leistung zum Beispiel ein GTO, jeweils mit einer Freilaufdiode dazu, wenn die nicht bereits in dem Bauelement mit integriert ist. Und von der Funktionsweise her kann man sich das dann so vorstellen, dass entweder der obere Pfad leitend ist oder der untere Pfad. Und dann kann man sich so einen Halbbrückenzweig auch so vorstellen, hier diesen einfachen Halbbrückenzweig, dass wir zwischen den Spannungen UD halbe und minus UD halbe hin und her schalten können. Das heißt, dieses Potenzial wäre auch minus UD halbe bezogen auf den Nullpunkt. Und dann kriegt man tatsächlich eine Ausgangsspannung bezogen auf den kapazitiven Mittelpunkt, die zwischen Plus und Minus UD halbe hin und her schwanken kann. Und das ist dann sozusagen die grundsätzliche Funktionsweise des Halbbrückenwechselrichters. Das heißt, so wie ein Umschalter kann entweder die positive Spannung Pluspol oder den Minuspol durchschalten und wird damit eine Wechselspannung erzeugen können. Hinweis: Die Freilaufdiode hier ist nötig, wenn wir Bauelemente haben wie diesen IGBT, wo der Strom nicht in Rückwärtsrichtung geführt werden kann, damit wir für die Fälle, dass jetzt beide Schalter ausgeschaltet sind, einen Stromflusspfad kriegen, für den Fall, dass wir hier hinten eine induktive Last angeschlossen haben, was eigentlich ein sehr häufiger Lastfall ist bei Wechselrichtern. Das heißt, tatsächlich wird es hier eine Totzeit geben zwischen den beiden Transistoren, um zu verhindern, dass der Zwischenkreis kurz geschlossen wird. Und in dem Fall leiten immer diese beiden Dioden bzw. bei IGBTs in Abhängigkeit davon, in welche Richtung der Strom fließt. Dieser Halbbrückenzweig hat vier Schaltzustände, von denen bloß drei gültig sind. Wir haben also den Schaltzustand, wo der obere Schalter geschlossen ist und wir am Ausgang sozusagen den Pluspol durchschalten, das heißt bezogen auf den unteren Anschluss die Spannung plus UD kriegen oder bezogen auf den Mittelpunkt die Spannung plus UD halbe. Dann gibt es den zweiten Zustand, der untere Schalter S- ist eingeschaltet, dort haben wir dann sozusagen den Minuspol durchgeschaltet, kriegen am Ausgang eine Spannung entweder von 0 Volt, beziehungsweise wenn wir es wieder auf den Mittelpunkt beziehen, von minus UD halbe. Und dann könnte es noch den Fall geben, wo wir S plus und S minus geschlossen haben. Dieser Fall ist verboten, hier schlägt der Blitz ein. Das heißt, wir hätten hier einen Zwischenkreis-Kurzschluss und wenn wir wissen zum Beispiel, dass so Zwischenkreisspannungen einige hundert Volt sind und so IGBTs oder auch MOSFETs in dem Bereich sind, dass die differentiellen Widerstände eine Größenordnung von einigen 10 bis wenigen 100 Milliohm haben, würden hier einige 100 Ampere fließen, was im Regelfall dazu führt, dass entweder der Kondensator oder vor allem die Halbleiterbauelemente kaputt gehen. Das heißt, das ist ein verbotener Zustand, wenn wir den Zwischenkreis kurz schließen, der ist zu vermeiden, damit wir nicht
den Kondensator entladen oder die Halbleiterbauelement zerstören. Und das führt dann dazu, dass man beim Umschalten zwischen dem Zustand 1 und 2 üblicherweise den Zustand 4 zwischendrin hat, in dem beide Schalter geöffnet sind. Und in diesem Zustand fließt der Strom dann, wenn Sie einen induktiven Laststrom haben, entweder über die obere Freilaufdiode oder über die untere Freilaufdiode. Das heißt, wenn tatsächlich der Strom IA, wie hier dargestellt, in diese Richtung größer als 0 ist, würde der Strom über die untere Freilaufdiode fließen, weil nur diese einen Strom in diese Richtung führen kann. Wenn hingegen der Strom IA kleiner als 0 ist, das heißt tatsächlich sozusagen in diese Richtung fließen muss, dann kann der Strom bei zwei geöffneten Schaltern nur über die obere Diode zum Pluspol fließen und dann bestimmt jetzt hier auch das Vorzeichen des Laststromes in diesem vierten Zustand, welche Spannung am Ausgang ist. Das heißt, wenn jetzt hier der blaue Pfad gültig ist, weil der Strom IA kleiner als 0 ist, wird der Pluspol durchgeschaltet und wir kriegen hier die Spannung plus UD bezogen auf den Minuspol bzw. plus UD halbe. Oder wenn jetzt der Ausgangsstrom größer als 0 ist, dieser rote Pfad gültig ist, schalten wir den Minuspol durch, dann würden wir hier die Spannung 0 bezogen auf den Minuspol kriegen, beziehungsweise die Spannung minus UD halbe bezogen auf den kapazitiven Mittelpunkt. Das ist grob im Prinzip die Idee des Halbbrückenzweiges und die meisten modernen Wechselrichter sind jetzt aufgebaut auf dieser Basis, wobei es unterschiedliche Arten der Ausgestaltung des Halbbrückenzweiges gibt. Das heißt, bei sogenannten Multilevel-Wechselrichtern werden wir nicht bloß zwei in Serie geschaltete Schalter haben, sondern vielleicht mehrere und dann noch eine gewisse Art und Weise, um Mittelspannungslevel einzustellen, also mittlere Spannungslevel zwischen den beiden Extremleveln, um dann einfach mehrere Schaltzustände zu kriegen. Da werden wir ganz am Ende dieses Kapitels kurz zumindest drauf eingehen. Eine kurze Anmerkung jetzt noch zu der Todzeit, die wir bereits erwähnt hatten, auch schon bei den DC-DC-Wandlern. Tatsächlich bei Halbbrückenzweig mit den beiden Schaltern S plus und S minus, wenn ich jetzt mal die Freilaufdioden weglasse, müssen wir dafür Sorge tragen, dass beim Umschalten von dem einen auf den anderen Schalter hier kein Kurzschluss entsteht, sodass nicht diese Spannung UD, diese Zwischenkreisspannung und damit der Zwischenkreiskondensator über die gleichzeitig leitfähigen Schalter S plus und S minus entladen wird, damit diese nicht zerstört werden. Tatsächlich ist es so, die Schaltzeiten dieser Schalter können wir nicht hundertprozentig exakt bestimmen. Das heißt, selbst wenn wir im selben Augenblick den oberen ausschalten, wie wir den unteren einschalten, könnte es sein, dadurch, dass zum Beispiel die Kapazitäten leicht veränderlich sind oder in unserer Treiberstufe die Lade- und Entladewiderstände für IGBTs und MOSFETs unterschiedlich sind, beziehungsweise die Schwellspannungen variieren, dass wir trotzdem kurzzeitig einen Brückenkurzschluss kriegen. Deswegen muss man bei dem Ein- und Ausschalten hier bei den Ansteuersignalen eine sogenannte Todzeit einfügen. Das heißt, das ist hier mal dargestellt. Hier sind die Steuersignale für S1 und S2 dargestellt. Oben das Signal für S plus und unten das Steuersignal für S minus. Und dann sehen wir tatsächlich immer, nachdem ein Schalter ausschaltet, wird eine gewisse Zeitdauer hier verstreichen, bevor das Steuersignal für den zweiten Schalter kommt. Das heißt, hier beim Ausschalten des oberen Schalters werden wir hier diese Todzeit haben, bevor jetzt das Steuersignal kommt, dass der untere Schalter einschalten kann, einfach um zu gewährleisten, dass sicher die Kapazitäten dieses Schalters entladen sind, er sicher ausgeschaltet ist, bevor der untere einschaltet. Diese Zeitdauer ist die sogenannte Tod- bzw. Verriegelungszeit, in der keine Ansteuerung erfolgt. Hier haben wir aber den Zustand, dass gleichzeitig beide Transistoren ausgeschaltet sind, beide aktiven Schalter, und deswegen brauchen wir hier diese Freilaufdiode, wo hier dann in Abhängigkeit des Laststromes der Strom über die Freilaufdioden fließen wird und dann auch festlegt, welche Spannung in diesem Zustand am Ausgang anliegt. Die Todzeiten sind so in der Größenordnung wenige 10 bis einige 100 Nanosekunden, vielleicht auch mal Mikrosekunden, wenn wir sehr, sehr große Leistungen haben und damit verbundene kleine Schaltfrequenzen, aber so typisch, wenn wir sagen 100 Nanosekunden bis eine Mikrosekunde, das ist so in etwa die Größenordnung, in der wir uns hier bewegen, die wir dort haben, und dann verhindern wir diesen Brückenkurzschluss.